Alter. Braucht definitiv mehr Munition. Definitiv. Wahrscheinlich sollte ich auch noch nicht so viel machen. Weil ich noch viel zu unterlevelt bin. Ups. Hund, geh mir bitte aus dem Weg. Und ich bin die Einzige, die ihn Töle nennen darf, ja? Und Hund. Und sonst wie was. Da darf nur ich. Das ist mein Boomer. Nein, mein Freund Boomer. Wo war denn der Typ? Ach nee, das war ja der hier, ne? Okay. Oh. Kann ich die auch streicheln? Hallo. Was haben wir denn hier? Was gefunden? Nein. Ich wollte interagieren. Nein. Alter, nein. Steht da die ganze Zeit nur neben. So. Jetzt aber. Hey Partner, ich bin's. Pass mal auf. Sip kam gestern Abend vorbei und hatte Schaum vorm Mund wegen Eden's Gate. Dass sie alle Tiere mit irgendwas verderben, das Bliss oder so heißt. Keine Ahnung. Hör mal, ich weiß, der Kerl hat früher für dich gearbeitet. Aber jetzt übertreibt er es mit seinen ganzen Verschwörungen. Er hört einfach nicht auf. Er will, dass wir uns den Seeds verweigern und die Tiere freilassen. Er meint, nur so könnten wir ihre Globalisten-Agenda aufhalten. Ja, klar. Als ob wir das Geld der Seeds einfach sausen lassen würden. Hör mal, wenn der wiederkommt und ich nicht da bin, dann lüg einfach. Sag ihm genau das, was er hören will. Und schick ihn wieder fort. Lass das nicht an dich ran. Ich weiß jetzt nicht, wer von den beiden intelligenter ist. Wollte ich nur mal gesagt haben. Ich meine, ich kann ihn verstehen. Er will halt auch nur überleben und, ne, ihm ist ja, Kapitalismus ist ja egal, woher das Geld kommt, aber, ne, bei solchen Idioten, ja. Die sind halt ja wirklich kriminell und gemeingefährlich und hast du nicht gesehen. Was ist denn hier? Aha. Aha. Wolltet ihr was von mir verstecken? Hat nicht geklappt. Oh, guck mal. Oh, wie süß. Hallo. Darf ich dich streicheln? Oh, schade. Ich kann nur Boomer streicheln. Ups. Was ist da vorne noch? Da gibt es doch bestimmt auch noch was. Ein Zettel, siehste. Notiz eines Viehtreibers. Brad, trotz all der Scheiße, die Sip von, so von sich gibt. Diesmal hat er recht. Siehste. Ich konnte heute Nacht nicht schlafen und bin spazieren gegangen. Dabei kam ich am Viehhof vorbei und die Tiere haben seltsame Geräusche gemacht. Genauso wie Sip meinte. Also bin ich reingeschlichen, Junge. Da standen überall so komische Fässer herum. Das Zeug stinkt vielleicht. Ich habe ein paar der Fäche geschaut und es sah aus, als ob sie das ganze Wasser und Futter mit diesem Zeug versetzt haben. Was zum Teufel machen die Jungs von der Nachtschicht hier? Wir müssen mit jemandem darüber reden. So schnell wie möglich. Aaron. Tja. Dit iso, ne? Haben wir eigentlich noch was? Ich glaube nicht, ne? Sieht nicht so aus. Schade, dass ich keinen Doppelsprung habe. Das wäre jetzt echt von Vorteil. Aber gut. Bin ich hier vorne schon drinne? Nein. Komm, kletter doch mal durchs Fenster. Danke. Oh. Falsche Taste. Diesmal gehe ich ganz weit weg. Entschuldigung. Sorry. Sorry, Leute. Da vorne ist wieder einer. So ein Transporter. Den knöpfe ich mir diesmal vor.
Na toll, jetzt habe ich die natürlich nicht mehr. Ah, okay, so. Yes. Ich muss einen Schutzengel haben. Ah ja. Okay. Das ist das erste Mal, dass wir sowas hingekriegt haben. Eigentlich wollten wir hier oben hin, ne? Was ist das? Okay, dann gehen wir erstmal hier hin. Was ist das da? Nö. Ich hab Boomer. Das reicht mir erstmal. Ein Action. Ne? Oh Gott, ich hätte das Dings nehmen sollen, ne? Das Auto. Trotz der schlechten Musik. Was ist das denn? Ah, okay. Boote haben die auch. Ich ignoriere die mal, ne? Großzügig. Und genieße die Landschaft. Ich meine, die werden ja auch zum größten Teil dazu gezwungen oder gefügig gemacht, da mitzumachen. Sunrise Dreschplatz. Ich kriege gerade eh nichts mit. Prepper-Notiz. An jeden, der da draußen gegen die Sekte kämpft. Die Peggys haben mir alles genommen. Meine Farm, meine Frau, alles, was ich noch habe, ist hier versteckt. Es gibt einen geheimen Eingang zum Bunker und zur Werkstatt. Benutzt das, was ihr drin findet, um diese Wichser ordentlich büßen zu lassen. Big Mike. Okay. Gut. Dann gucken wir doch mal, was Big Mike uns hier... so alles hinterlassen haben soll. Ich natürlich gerne. Plündern tue ich auch. Nö. Ah ja, hier liegt auch noch was. Ah, hier ist voll. Warte. Das ist noch das. Manchmal bin ich mir nicht sicher. Hier ist eine Werkbank, aber ich glaube, die kann ich nicht benutzen. Okay, also. Hier ist die Dings, ne? Ich meine, die sind ja auch nicht dumm. Dann werden die bestimmt auch alles versucht haben. Moment. Ach, da ist auch noch einer. Ah. Nice. Puh. Wie ist der da hochgekommen? How? Also, okay, gut. Ich glaube, die sind alle beschäftigt. Die sind alle zu beschäftigt.
Dankeschön, dass du da, Oh, hier haben wir wieder unsere Sniper. Sorry, Bogen. R3 ist so. Ja, das behalte ich. Würde ich jetzt einfach mal so sagen. Scharfschütze ist immer sehr gut. Ich mag den Bogen zwar auch, aber... Sag mal, wie sieht es eigentlich aus mit mehreren Dings-Slots? Ja, den brauchen wir auch noch, ne? Den Kletterhaken leider auch. Komm. Ich habe zwar gesagt, wir machen das, aber... Das ist Nahkampfwaffen, ne? Ah, hier ist der Wingsuit. Okay. Ha, aber mit Waffen? Ich weiß, ich wollte eigentlich sparen, aber... Ist ja nur schnelleres Nachladen, ne? Ist auch nur hier Dings. Ah ja, aber es ist Munition. Ah, hier. Irgendwie. Und hier ist noch ganz vieles, Also nur tauschen, ne? Die ist nur Tausch. Okay. Gut, dann nehmen wir mal die Seilrutsche. Guck ich mal hier rein. Ach, nee, geht gar nicht. Okay. Ah, okay. Ah, okay. Andere Richtung. Andere Richtung. Nein. Stopp. Vielleicht so? Ich dachte, ich kann ihn da vielleicht dran machen. Kann ich dich schubsen? Steht auch nicht genug, ne? Ja. Wenn, dann steht er nicht nah genug dran. So, also. Bis nach vorne. Und dann...
Immer dieses komplizierte da. Hä? Ich hab doch gerade beiseite gedrängelt. Von wem wurde ich jetzt schon wieder beiseite gedrängelt? Nein. Jetzt komme ich da gar nicht mehr hin. Wo ich hin will. Nein. Andere Richtung. Das ist auch dieses komplizierte, ne? Ich würde gerne Out-of-the-Box-Kamera gedöns haben, aber... Okay, ja, nee. So. Stehen wir jetzt gerade. Okay. Ich glaube, jetzt stehe ich gerade. Ah ja, okay. Gut, ich glaube, ich habe es geschafft. Anders als ich gedacht habe, ich wollte es eigentlich da hinten dran klemmen, aber... Pff. Ja, gut. Ich passe mich an. Ja, schon wieder dieser Idiot. Mit seinem Dauerwerbefilm. Mit seinem kleinen Filmchen. Oh, ich hab keine Pizza. Ich hab jetzt voll Hunger auf Pizza. Toll, danke. Ich hab keine Pizza. Männerhöhle. Okay. Interessant. Drei Vorteilspunkte. Okay, dann sind das diese Heftchen. Und das Auto wahrscheinlich, ne? Ist das jetzt meins? Oder so ähnlich? Ich will nochmal um die Wand gucken, da hängt was zum Lesen. Glaube ich. Ist das jetzt mein Auto? Offiziell meine ich. Kann ich da rufen oder irgendwie sowas in der Art? Boah, geh mal bitte weg. Ich will dich nicht überfahren. Ich hasse das Fahren hier. Ich habe drei Dinger wieder, ne? Hm. Gibt's denn nichts mehr mit drei? Vier. Wingsuit. Den brauchen wir. Ah. Nein. Okay. Was? Da ist was? Hä? Okay. Mann! Also manchmal ist die da so ein bisschen doof. Egal. Wir haben es hingekriegt. Mein Zukunfts-Ich würde mich hassen. Ich habe nicht auf die Uhr geguckt, jetzt bin ich 20 Minuten rüber gewesen. Ganz toll. Ja. Der Schnitt erledigt. Es. Mein Leben liegt in deiner Hand. Ja, ja, ich weiß. Komm. Danke, Deputy. Bitte. Ich dachte, ich bin tot. Ach, Quatsch. Ich befreie gerne Leute. Solange ich was dafür bekomme, zum Beispiel XP, ne? Oder EP. Genau, was war hier noch? Hochspannung. Das machen wir. Ich gehe nur kurz zu meinem... Ah, schön. Zu meinem Wagen. Zu meinem neuen. Der sieht fesch aus. Sieht doch cool aus. Ah! Taufe hier ATVs, Autos und Trucks. Was ist ein ATV? Ernsthaft? Bin ich das Huhn hinter mir? Das wäre echt doof. Das ist nicht geplant.
sehe nur nichts. Ach, R3, super. Ach, da. Was ist denn jetzt meine Fahrhilfe hin? Ich kann immer noch nicht fahren. Oh, da lag gerade ein Schwein. Wieso fahre ich einfach weiter? Ich habe nicht mal Dings gedrückt. Ach, toll. Boomer. Kannst du... Das Fahrrad reagiert nicht... Ah! Boomer ist jetzt hier. Okay, cool, danke. Erst nicht reagieren und dort... Ja, gut. Spiel. Nicht nett. Und dann machst du mir nicht mehr meine Fahrhilfe an. Was soll der Scheiß hier? Gut. Ist halt Far Cry-Feeling, ne? Muss so sein. Komm hier weiter. Na komm! Skyrim! Like a Skyrim! Yes! Ich weiß nicht, wo ich hinfahre. Hauptsache, ja, irgendwo hin. Ja, die ignorieren mich sowieso. Das ist, ja. Ich mache jetzt erstmal das, was ich da angekreuzt habe. Von daher, sei denn, die sind nicht schnell genug und ich hole die ein und dann gibt es einen Kampf oder irgendwie sowas. Ich meine, hier fahren ja auch nicht einfach Leute rum, ne? Da fahren ja nur die Leute hier. Weißt du was? Ich nehme Abkürzung. Sorry, Leute. Ne, da fahren ja nicht nur, ne? Also nicht nur die rum, ne? Nein, nur die rum, sorry. Keine normalen Leute. Wer bist du? Toll. Wieso kann ich nicht auf diesen blöden Tank auf seinem Rücken zielen und der explodiert nicht? Ah, also, ne? Und zusätzlich explodiert er auch noch nicht mal. Alter, der muss explodieren! Ich hab drauf gezielt, ich hab drauf geschossen. Warum explodiert er nicht? Das, sonst explodiert doch auch alles. Oh, dieser Typ, der erinnert mich an so einen anderen Typ. Aber dazu später. Pumpkin Scissors. Falls jemand den Anime kennt. Klappe. Ach komm.
Danke. Darauf habe ich gewartet. Nein. Ich zieh wieder her. Ich wollte plündern. Ach, da. Hä? Toll. Woher kommen die schon wieder? Wo ist der andere? Vogel mich angegriffen? Hat der Vogel einen Vogel? Ja, Tatsache. Alter! Und was ist mit automatischer Zielhilfe? Toll. Warum ist der Turm nicht in die Luft gegangen? Alles. Ja, ich guck dich an. Du blöder Weißkopfseeadler. Ich guck dich an. So. Wo ist er hingeflogen? Hä? Wo ist er denn? Ach, da. Nee. Was hat er denn? Hallo? Wo ist dieser Wichsvogel hin? Dieser dreckige Vogel? Der müsste hier gelandet sein. Ach, come on. Das darf ich nicht mal looten? Ist das nicht ein bisschen fies? Könntest du auch mal bitte schießen? Na, danke. Du siehst aus, als könntest du mit einer Waffe umgehen. Ja. Kann ich. Bye. Nicht Zünder stehen habe, würde ich mal sagen. Jetzt mal ein bisschen stillhalten würde. Ja. Ich gehe mal ins Silo. Okay. Wer war das? Okay.
Strickland-Notiz. Beim Turm ist alles eingerichtet. Man braucht lange nach oben, aber runter ist es wie eine kurze Fahrt. Wenn die Kacke am Dampfen ist, flitzen wir einfach an ihr vorbei. Ach, an der... Ja, gut. Hab ich nicht so ein Dings? Angeblich? Hab ich mir den noch nicht geholt? Okay. Oh ja, das war jetzt super. Nö. Hier ja schon mal nicht. Immer noch voll. Wo kommt das jetzt her? Dieses Fiese stinkt dir. Warte. Das ist gemein. Oh, immer Action, ne? Ja, komm. Verzichte ich jetzt gerade mal drauf. Vielleicht kann ich hier irgendwas hinstellen. Dass der hoch kann oder so. Man sagt hier normalerweise Fässer und so, ne? Aber ich glaube nicht. Dass ich das hier machen kann. Ja, ja. Ach, warte mal. Von da oben, ne? Warte. Ich folge mal dem Seil. Vielleicht. Ja. Komme ich ja da irgendwie. Irgendwie hin. Irgendwie. Ach, warte mal, was ist das denn? Bitte wat? Bitte wat? Bitte was? So. Wie meint das nochmal mit dem Dings? Ja. Okay, ich mach mal kurz hier, ich drücke übrigens R1 und R2. Finde schon, dass das geeignet aussieht. Achso, nee, das ist ja die Dings. Ich wollte gerade sagen, was ist denn jetzt hier los? Ich glaube, das ist ihr Quad, ne? Hä? But why? Warum macht ihr das? Sagt erst so, blaue Dinger sind hier, ne? Glitter-Parcours-Gedöns und dann, ja. Dann tote Hose. Kletter hoch. Wie kann ich mein Dings jetzt benutzen? Das ist jetzt doof. Ach, warte mal, muss ich dahinter da auch von der... Okay, gut. Ich laufe mal kurz hinterher. Zu dem Punkt da oben hin und gucke dann, ob ich da irgendwie hochkomme. Einmal der Spur folgen. Mal gucken, was sich ergibt. Ich meine, der gelbe Punkt bleibt ja der gelbe Punkt, ne? Da geht's doch weiter. Alter! Was wollt ihr hier von mir?
Ich meine, Seil rutschen schön und gut, aber... Pronghorn. Okay, ich glaube, der ist nicht auf Bliss. Da... Ist das denn nach unten? Sieht eher nach oben aus. Ja, ist nach unten. Hier geht's noch weiter. Okay, ja, wir müssen irgendwie eine ganz gefühlt lange Zeit... Ah ja, okay, gut, da oben. Ach, okay, ich glaube, wir sind hier, wo wir dann die Notiz gefunden haben, ne? Ich glaube, hier hätten wir die Notiz gefunden. Deswegen, okay, gut. Ich war schon verwirrt. Nein. Nö. Jo, geh mal weiter. Hier. Nein! Ja, ich habe gedacht, ich muss X drücken, um weiter... Aber gut. Ich hätte auch den Gleitschirm, aber... Ja, gut. Das war jetzt nicht so, intelligent. Sterben ist so mein Ding hier drin, anscheinend. Ich sollte auch wieder Schluss machen, bevor ich wieder Überlänge habe. Ich habe bestimmt schon wieder Überlänge. Ich muss gucken, wie ich das schneide. Definitiv sehen wir uns aber dann im nächsten Part wieder. Hoffentlich, hoffe ich doch.